Freunde, heute ist es wieder soweit. Und zwar, ich hab ganz viele Neon-Pads hier. Beziehungsweise, ich habe nicht ganz viele Neon-Pads hier, sondern ich mache Neon-Pads. Und ich bin richtig, richtig aufgeregt, weil ich weiß gar nicht, wie viele Papa Martin heute mit mir machen möchte. Aber wir werden heute richtig viele Neon-Pads machen. Und ja, ich habe hier wieder einige am Start. Aber ich verrate es euch noch nicht. So, wir suchen jetzt Papa Martin. Ich hoffe, er ist überhaupt da, weil... So, wo ist mein Auto? Moment mal. Ich würde sagen, ich steige in die königliche Kutsche. Wow. So, wir suchen jetzt Papa Martin. Hat er immer noch das Tiny House? Ich hoffe... Ah, nee. Papa Martin hat doch gar nicht mehr das Tiny House. Der hat uns ja ein Haus jetzt gekauft für uns. Und und hier ist Papa Martins Haus. So, wir gehen jetzt mal rein. Ich hoffe, der ist auch zu Hause. Wobei, arbeitet der heute? Nee, der müsste doch jetzt schon Feierabend haben. So viel kann er gar nicht arbeiten. Na, sieh mal einer an. Du bist ja auch mal zu Hause. Natürlich, ich bin immer zu Hause. Was geht, Claudio? Was treibt dich her? Papa Martin, hast du gerade wirklich was geht gesagt? Sag mal noch so, oder? Du bist 45 Jahre alt oder 145. Was geht, sagt man schon, aber das sagen nur coole Leute. Also meine Freunde und ich und nicht du. Was treibt dich her? Ja, du weißt doch, was mich hertreibt. Also ich weiß, ich habe jetzt nicht mit dir das abgesprochen, aber ich habe heute wieder ein paar Neon-Pads am Start. Und ich würde es... Okay, let's go. Okay, hast du auch welche am Start? Weil ich habe auch welche am Start. Ich habe extra welche vorbereitet für dich. Ernsthaft? So, ja. Komm mal mit. So, Papa Martin, komm mal mit hier. Komm mal mit, Papa Martin. Hier, siehst du mich? So, ja. Sollen wir mein Auto nehmen oder dein Auto? Meins. Hast du überhaupt eins? Claudio. Willst du das haben? Oh, wie cool ist das denn? Okay, ich habe nichts gesagt, Papa Martin. Warte doch auf mich. Lass mich doch drin sitzen. So, oh, okay, das Auto ist cool. Ich muss jetzt schon sagen, also in dem Auto werde ich auch gerne mit dir gesehen. Also, du bist ja gar nicht so uncool, wie René gesagt hat, weil... Ich habe nichts gesagt. René hat gesagt, dass ich uncool bin? Ja, René hat... Also, aber René ist generell anders geworden, seitdem er im Fitnessstudio abhängt. So, der hat so viel Eiweiße gegessen. Ja, der nimmt die Ernährung ziemlich ernst. So, Papa Martin, aber deinen Führerschein hast du im Lotto gewonnen, kann das sein? Ich überlege gerade, welche Brücke war das nochmal gewesen? Hier, yeah, Papa Martin. Du weißt doch, die andere Brücke, da wohnt René drunter. Das ist nicht richtig. Stimmt, ja. Ja, Papa Martin, so. Ja. Komm mit. Wo bist du? So, komm mit. Du wirst mir nicht glauben, wie viele Pets ich vorbereitet habe, in Neon zu machen. Wie viele? 3 diesmal. Du hast... Ich habe 5, das heißt, wir haben 8 zusammen wieder. Ja. Okay, das ist krass. Papa Martin, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie du willst. Okay, Papa Martin. Ich fange nacheinander. Ja? Nacheinander. Hast du recht. Obwohl, ja, okay. Ich fange an, dann du. Dann, ja, das stimmt, das passt gut. Daran merkst du, Papa Martin, ich bin nicht so gut im Zählen. So. Ich fange mit der. Ich kann dich ja schon spoilern, oder? Ich fange mit der Vogelscheuche an. Ah, ich wollte gerne mich überraschen lassen, aber nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Ich fange mit der Vogelscheuche an. Die gab es ja beim neuen Event und die ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie sie in Neon aussah. Und sie sieht... Oh, ja, doch, guck mal. Die ist ziemlich cool, oder? Naja. Ist das dein Ernst, Papa Martin? Warum bist du so ein Hater? Ich bin... Keine Ahnung. Doch, sag mal, guck mal. Warte kurz. Ja. Vogel... Ich hab gar keine. Ja, PP sag ich dazu nur, Papa Martin. Wie heißt sie? Vogelscheuche heißt sie. Aber ich müsste welche haben. Egal, komm, Papa Martin, zeig, ich dreh mich um, okay? Ich will mich bei dir überraschen lassen. Ich hab wirklich keine. Ja, komm. Du drehst dich um? Ja, ich dreh mich um. Aber das Beste kommt zum Schluss, okay? Okay, bei mir auch. Papa Martin, Papa Martin, schläfst du? Du hast lange René gelassen. Ja, René ist wieder im Fitnesscenter, sag ich doch, Papa Martin. Der hat sich verändert, der hat neue Freunde gefunden. Wohnt er mittlerweile da? Ja, der wohnt da. Okay, komm, kannst du dich umdrehen? Ich drehe mich um und ich bin gespannt, was es wird und... Oh, das ist der coole Aal. Okay, der ist krass. Boah, der ist cool. Auch in grün finde ich den schön. Boah, der ist richtig, richtig krass. Wie lange hast du dafür gebraucht? Nicht so lange. Ist der extrem selten oder was ist der? Nee, der ist gewöhnlich.
Ungewöhnlich. Okay, das ist aber trotzdem ganz, ganz schön stark. Der sieht cool aus, oder? Dafür, dass er ungewöhnlich ist? Ja, doch, das ist schon cool. Na gut, du bist dran. Lass mich überlegen, mit welchem ich weitermache. Okay, Papa Martin, ich habe jetzt ein Tier, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich fand es trotzdem cool. Ey, du guckst ja. Nee, ich habe mich wieder umgedreht. Okay. Ich dachte, du wärst fertig, weil du so lange brauchst. Zeig's dir. Und du kannst dich umdrehen. Schnell, Papa Martin, dreh dich um. Das ist jetzt nicht so spektakulär, muss ich ehrlich sagen, aber ich fand es trotzdem cool in Neon. Obwohl, doch. Oder? Doch, nein. Also von der Unterseite sah er gerade gut aus. Ja, vielleicht muss ich den ja Fly machen oder so. Doch, schon. Aber auch ungewöhnlich, ne? Der war ungewöhnlich, ja, gebe ich dir recht. Egal, Papa Martin, hate doch nicht so rum. Du bist voller Hater geworden. Ach so, jetzt bin ich dran. Ja. Das war mein zweites, oder? Ich drehe mich schon um. Warte mal, es geht gerade nicht. Ah, jetzt. Ich muss mich umdrehen, oder? Nee, noch nicht. Okay. Boah, die Schlange ist cool. Gelblippenseeschlange. Ich finde sie richtig cool. Aber ja, du hast recht. Vielleicht, wenn ich die Right mache oder Fly, dann sieht es noch cool aus, weil dann sieht man von unten. Dreh mich um. Ich drehe mich um. Alles gut. Du hast nicht das Zebra fertig. Das wollte ich auch haben. Blau habe ich es mir gewünscht. Kann ich mir das ausleihen? Ja, kann ich dir geben später. Das sieht schon ziemlich cool aus. Willst du damit angeben, ja? Das sieht schon sehr cool aus. So, Papa Martin, dreh dich um. Hey, Freunde, ein kurzer Hinweis. Ich mache jetzt mit meinem anderen Account das Pet zu Neon, denn ihr seht ja hier, mein Account hier, da steht Make a Neon Pets und ich kriege dann eine RGB-Box, wenn ich ein Pet zu Neon mache und eine RGB-Box, wenn ich ein Pet zu Mega Neon mache. Da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, Freunde, das nehme ich doch mit, damit DK und ich auch vielleicht für euch bald wieder ein RGB-Unboxing-Video machen können. Aber ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Papa Martin? Ja? Ja, ich habe jetzt einen Freund mitgebracht, weil der macht jetzt auch ein Pet zu Neon, aber das gehört mir. Ich habe es ihm ausgeliehen, weil wenn er das macht, dann kriegt er eine Aufgabe. Und du kannst... Oh, hier sind jetzt andere Leute auch dazu gekommen. Wow. Ja. Die haben ja... Was haben die denn? Eine Erdbeerfledermaus zu Neon gemacht. Habe ich noch nie gesehen. Die ist krass. Aber Papa, Mann, jetzt kommt mein Pet. Jetzt kommt mein Pet, guck mal. Soll ich den gucken jetzt schon? Ja, du kannst jetzt gucken. Ich gucke. Oh. Es ist auch der Geisterhund vom Update, aber ich finde den trotzdem irgendwie cool. Was sagst du? Ja, der ist cool, ja. Der ist schon cool, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Aber der Zebra, das ist schon mein Favorit bis jetzt. Ja, das musst du auch lassen, Papa Martin. Das hast du ziemlich gut gemacht. Und ja. Seid ihr gehört? Du bist jetzt, glaube ich, wieder dran, oder? Dadurch, dass ich ja nur 3 habe und du 5, machst du mal den nächsten. Weil bei mir ist, mein letztes Pet ist schon... Okay. Das ist schon ein Brummer. Dann habe ich ja noch 2, ne? Ja. Dann, Papa Martin, kommen wir jetzt zu... Ich habe 2 Kracher. Ich habe richtig zwei richtige Kracher, Papa Martin. Du wirst staunen. Du wirst richtig, richtig staunen. Und zwar, wir fangen jetzt mit einem legendären Pet an. Und eins davon gehört, muss ich sagen, Mama Danja. Aber ich hab den gewonnen. Das heißt, ich behalte den jetzt auch. Der ist Fly. Und ich dachte mir so, wenn ich den jetzt schon im Fly habe, dann mache ich den auch zu Neon. Dann muss ich den selber nicht Fly machen. Versteht ihr? Okay, darf ich mich umdrehen? Warte, du darfst dich jetzt umdrehen, Papa Martin. Der wird dir richtig gefallen. Guck's dir an. Der ist krass. Boah, sogar. Ich mag die blaue Farbe bei jedem Pet. Sieht richtig und schön aus. Er ist Fly, weil ich von Mama Danja das Fly-Pet genommen habe. Das hast du gut gemacht. Das hab ich gut gemacht, oder? Ja. Jetzt bist du dran, dann bin ich wieder ich, oder? Ja, genau. Da mache ich jetzt. Okay. Mein letztes Pet wird richtig krass. Und jetzt setz dich hin, nicht, dass du vom Hocker fällst. Pass auf. Ich tanze ein bisschen eine Runde, würde ich sagen. Pass auf jetzt. Sowas hast du noch nie gesehen. Sag Bescheid. Aber du, pass auf, dass du auch keine Angst kriegst, ne? Nein, sag jetzt. Warte kurz. Jetzt bin ich... Was hat er jetzt vor? Angst? Ich habe Angst eigentlich nur vom Cerberus, aber den hast du ja gar nicht, oder den kannst du ja gar nicht haben. Deswegen, das kann nicht sein. Und den zu Neo machen ist schon echt heftig. Papa Martin, wo bleibst du? Oh, warte mal. Einen hat er nicht genommen. Warte kurz. Ah, du brauchst... Jetzt dreh dich um. Du brauchst ziemlich lange. Ja, ich dreh mich um, aber du brauchst echt lange. Du hast nicht den Vampirdrachen, der legendär ist, zu Neon gemacht. Ich meine, mein Elikon war auch legendär, aber das ist schon echt heftig. Und wie findest du die Farbe?
Ich finde die Farbe richtig cool. Das muss ich dir lassen. Papa Martin, weißt du was? Ich habe auch eine Überraschung für dich. Mach mal die Augen zu. Papa Martin, schau jetzt mal in deinen Rucksack. Ah, du hast es schon in der Hand. Du hast es in der Hand. Guck mal, was ich dir gegeben habe. Hm. Woher hast du denn das? Ich habe welche gekauft, Papa Martin. Natürlich. Extra für mich? Naja, nicht extra für dich, aber ich habe die für uns gekauft. Und da, ich finde, das passt jetzt ganz gut zu deinem Vampirdrachen, weil dann ist er ja noch besonders. Weißt du, da kannst du den jetzt... Jetzt will ich sehen, wie du auf dem fliegst. Das ist richtig cool. Deswegen, ich dachte mir so, guck mal, schau mal, dann haben wir beide ein Flypad. Okay, der sieht in Fly richtig krass aus, deiner, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ist richtig krass, ja. Papa Martin, mein Freund hat noch einen, ein Pad. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, es ist ein Mega-Neon-Pad. Ein Mega-Neon? Ja, dreh dich um. Das ist heute ein Tag, ne? Und Papa Martin, du kannst dich umdrehen. Guck's. Okay, der ist krass. Der ist der, echt krass. Der ist richtig schön, ja. Der ist richtig krass. Das ist. Weißt du, woran er mich ein bisschen erinnert? Woran denn? An den Geist! Das stimmt, ja. Komm mal kurz mal in die Ecke mit dem. Ja, warte, ich hab den das wieder mir gegeben, weil das ist ja mein Account hier. Das ist ja nicht mein Account. Ich meine, das ist ja mein Pet. Ich hab's nur meinem Freund gegeben, weil er eine Aufgabe absolvieren musste. Guck mal. Der ist krass, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, Papa Martin, man kann ja wirklich dem vom Geist gar nicht unterscheiden, weil guck mal, ich zeig's dir. Guck mal jetzt. Okay, doch schon, aber die doch sind schon sehr, ja, sehr ähnlich, oder? Die sind schon ähnlich, ja. Ja, Papa Martin, das war's mit meinen Pets. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Ich habe ja hier den, nicht den Geist, ich habe hier den Slime, der ist extrem selten, zu Mega-Neon gemacht. Dann Alicorn Legendary zu Neon. Bist du mein Favorit von deinen? Ah, cool, okay, dann den Geisterhund. Mhm. Ja, die Gelblippenseeschlange und die Vogelscheuche. Ja, da ist Alicorn schon mein Favorit. Ja, und ich muss sagen, du hast heute wirklich alles gezoppt mit dem Vampirdrachen, weil der ist echt cool in Neon. Papa Martin, yes, hast du vielleicht Lust, mir auch zu helfen, den auch in Neon zu machen? Ja, ich muss los, ich muss arbeiten gehen, die Schule ruft. Mann, na gut, aber ich muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht, Papa Martin. Und ich hab ja so ein... ich muss schon sagen, ich weiß gar nicht, was cooler ist. Ob der Slime cooler ist oder ob... Alicorn cooler. Nee, ich muss schon sagen, Alicorn ist schon cooler. So, ich fliege jetzt mit meinem Alicorn auch nach Hause. So, bis dann.